dieses ständige Beobachtetwerden, also rund um die Uhr, keine Intimsphäre. Diese ganze Entwürdigung, auch in der Zwölfmannzelle, man sitzt da auf dem Klo und der Rest guckt zu. Also das ist alles entwürdigend. Das, glaube ich, ging jedem so, wenn man frisch hier reinkam, also diese Monumentalität und man sitzt da unten als kleines Männchen oder steht als kleines Männchen, wenn man nach oben guckt. Ich habe denen das gestanden, dass ich eigentlich in die Bundesrepublik, also nach Berlin-West wollte und bin dann zu einem Jahr Haft verurteilt worden wegen versuchter Republiksflucht und hetzerischer Äußerungen. Ich persönlich muss sagen, gehörte ja zu den Sensiblen, also mir hat es die Beine weggekloppt. Also ich würde auch heute sagen, alle Haftanstalten, die alle ihre eigene autarke Geschichte haben, haben mir zu dem gemacht, was ich heute bin, also ein ziemlich, was die Psyche anbelangt, ein kaputter Mensch, ja.